Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, liebe Gäste. Wieder ist ein Schuljahr vorüber, wieder werden Zeugnisse verteilt, wieder wird es positive und negative Ergebnisse geben. Mit Wehmut zur Vergangenheit und Neugier auf die Zukunft heißt es heute Abschied nehmen von einem Lebensabschnitt, der uns geprägt hat. Das Verhalten, die Reaktion und die emotionalen Ausbrüche von uns zu ertragen. Trotzdem haben sie uns mit Freude, Ausdauer und viel Kraft auf den richtigen Weg gebracht. Vielen Dank für die Toleranz, vielen Dank für die Unnachgiebigkeit, die uns zu besseren Menschen formte. Vielen Dank für den Mut und die Kraft, uns jeden Tag erneut zu Unterricht und unsere Laune zu ertragen. Lassen Sie uns gemeinsam auf die vergangenen Schuljahre in der Grundschule zurückblicken. Nach den 3 Jahren, die wir mit Frau Nock als unsere Klassenlehrerin verbracht haben und die sicherlich sehr anstrengend für sie waren, bekamen wir eine neue Klassenlehrerin, Frau Obermann-Künste. Am Anfang war es für uns nicht ganz leicht, sie als neue Klassenlehrerin zu akzeptieren. Aber als wir merkten, wie viel Mühe sie sich mit uns gab und uns Verlängerungen bei dem Abgabetermin gegeben hat, mochten wir sie mehr und mehr. Für all die Arbeit und Mühe möchten wir uns noch einmal bei Frau Nock und Frau Obermann-Künste bedanken. Dass wir für das Leben lernen und nicht für die Lehrer. Danke für die Ausdauer, Kraft und Energie, die Sie als Lehrer und Eltern für uns aufbrachten. Und um zum 10. Mal etwas zu wiederholen, weil unser Verstand offensichtlich im letzten Schuljahr an der Garderobe hängen blieb. Wir werden Ihre Bemühungen sicherlich erst ein paar Jahre zu schätzen wissen, aber wir werden die gemeinsamen Schuljahre ganz sicher nicht vergessen. Liebe Eltern, sehr stolz auf euch, ihr habt uns geformt und gestärkt. Liebe Lehrer, Sie haben es geschafft, uns lang genug mit den Themen der Hauptschule auf die Zukunft vorzubereiten und haben trotzdem keine Lernzusammenbrüche erlitten. Ich glaube, dass ich im Namen aller Schülerinnen und Schüler spreche, der H10 spreche, wenn ich sage, dass dieser Erfolg nur durch die beharrlichen Anstrengungen aller Lehrer und unserer Eltern, durch Freunde, Bekannte und vielen anderen Beteiligte möglich wurde. Deshalb bedanken wir uns für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Zuversicht, die Ausdauer, Kraft und Energie im Alltag, die Hartnäckigkeit und Strenge, die persönlichen Gespräche zum Problem und die super Vorbereitung auf das Berufsleben. Ab morgen sind wir keine Schülerinnen und Schüler in dieser Schule mehr. Wir hoffen doch, dass es sei voll wird, wenn wir uns mal wiedersehen. Vielen Dank für alles und alles Gute für die Zukunft. Das wünschen wir Ihnen uns.